Meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich riesig, dass ihr die Zeit findet, mit mir heute in die Energien für euch für den September zu lauschen. Ich bin gespannt, welche Botschaften euch erreichen dürfen, welche Botschaften ich euch überbringen darf. Ja, kurz vor meinem Urlaub habe ich in meinem Schränkchen das schamanische Seelenorakel entdeckt. Das wartete da schon eine ganze Weile darauf, von mir ja, herangezogen zu werden. Und so habe ich es mit in den Urlaub genommen, mich hineingefühlt, damit beschäftigt. Und dieses Orakel wird vorerst mal das alte Seelenorakel, das einige von euch ja schon kennen, ablösen. Das alte geht erstmal in die Pause und wir beschäftigen uns in der kommenden Zeit mit dem schamanischen Seelenorakel. Im Gegensatz zu den Tarotkarten, bei denen ich ja umgedrehte Karten nicht deute, sondern der Meinung bin, dass das Umfeld die Energie der Karte sagt, die Bedeutung mir als Botschaft überbringt, ist es bei dem schamanischen Seelenorakel tatsächlich wichtig, wie rum die Karte fällt. Liegt sie richtig herum da, ist es eine Einladung an euch, während wenn sie umgekehrt gefallen ist, eine Heilung, die Einladung, etwas in die Heilung zu bringen, sogenannte Medizin für euch. Danach werden wir natürlich mit dem Feentarot in 5 Hauptenergien, 5 Überschriften für den September schauen und diese ganz genau mit dem Licht- und Schattentarot aufklären. Und andere Orakelkarten kommen bei mir wie immer auch noch zum Einsatz. Bevor wir jetzt aber tatsächlich mit der Legung beginnen, möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus meiner Ägyptenurlaub zeigen, etwas, das mich hat in Erstaunen versetzt, obwohl ich ja jetzt schon das 6. Mal das alte Ägypten besucht habe, weil ich immer wieder fasziniert davon bin. Warum ich euch dieses kleine Filmchen zeige, erkläre ich euch im Anschluss. Das ist echt Magie. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt genauso erstaunt geschaut wie ich, als ich ja das live erleben durfte. Warum habe ich euch das jetzt gezeigt? Für mich ist das 4000 Jahre alte Magie ein 4000 Jahre altes Wunder. Bei einigen von euch, das weiß ich, ist sofort der Kopf angesprungen. Wie haben sie das gemacht? Was ist der Trick dahinter? Was verbirgt sich dahinter? Und genau deswegen habe ich euch dieses Filmchen heute gezeigt, denn ich wünsche mir, dass diejenigen von euch, bei denen der Kopf sofort wieder angesprungen ist, im September diesem Einhalt gebietet. Sagt, halt einfach die Klacke. Klacke, die Klappe. Ich wünsche mir, dass ihr die Wunder, die Magie, die täglich um uns herum geschieht, auch wieder als das sieht. Wie mit den Augen eines Kindes. Ohne es zu hinterfragen, ohne es auseinanderzunehmen, zu analysieren. Das ist wie wenn ihr in den Zirkus geht und einen unglaublichen Zaubertrick seht. Ihr seid verblüfft. Und dann geht ihr nach Hause und ihr wollt es wissen. Euer Kopf will es wissen. Wie hat er das gemacht? Und in dem Moment, in dem ihr den Trick analysiert habt, wisst, wie er funktioniert, endet die Magie. Und das ist schade, das ist traurig. Ihr sollt die Wunder und die Magie um uns herum wieder sehen, ohne zu fragen, wie funktioniert das? Ist das für mich? Ist das real? Ist das ein Trick? Ist das Illusion? Nein, erfreut euch daran. Seht diese Dinge wieder mit dem Herzen, mit eurer Seele und schaltet den Verstand einmal aus. So, das war's zu dem Thema von mir und jetzt schauen wir mit dem schamanischen Seelenorakel, welche Botschaft eure Seele euch für den September mit auf den Weg geben möchte. Und da hätte ich gerne 3 Botschaften.
drei Botschaften aus eurer Seele. Und da sind direkt drei gefallen. Und auf jede Botschaft werden wir noch mit dem Phönix-Orakel eine Energie, eine zusätzliche Botschaft sozusagen drauflegen, um ja, eine Verstärkung oder eine Bestätigung zu erhalten. Eine hätte ich gerne noch. So. Dann starten wir einmal los. Der Hexenmeister. Der Hexenmeister ist die Karte, die im Grunde genommen das Dunkle in uns repräsentiert. Der Hexenmeister handelt nicht zum Wohle aller, sondern rein egoistisch zu seinem Wohle. Was er angeht, dient ihm. Da nimmt er auch keine Rücksicht um die Menschen, die um ihn herum sind. Nein, er hat sein Ziel im Kopf und setzt alles daran, dieses Ziel auch zu erreichen. Bei dir liegt der Hexenmeister heute als Medizin. Er fordert dich auf, einmal anzuschauen, ob du in letzter Zeit eventuell aus Frust heraus, aus Wut, aus Traurigkeit heraus andere verletzt hast. Möglicherweise hast du wild um dich geschlagen, auch ja, weil du es gerade nicht anders weißt, weil du irgendwo hin musst mit den Gefühlen, die in dir aufkeimen. Jetzt ist es aber an der Zeit herauszufinden, warum reagierst du so? Warum schlägst du teilweise um dich, verletzt Menschen, die du eigentlich liebst? Es ist an der Zeit, das zu erkennen und in die Heilung zu bringen, bevor du noch tiefere Verletzungen in andere herbeiführst, einfach aus deiner momentanen Hilflosigkeit oder Wut heraus. Die Macht des Hexenmeisters, wenn man sie anschaut, kontrolliert, ist eine riesige Macht, die auch dazu dient, Gutes zu tun. Aber da muss man seine egoistischen Züge in den Griff kriegen, Liebe herausgeben, statt mit Wut, Zorn zu handeln. Lebenslust, ja, das passt doch herrlich. Genau das ist es, was du wieder empfinden musst. Wenn du Lust hast, das Leben zu genießen, wenn du Vertrauen hast, dass jeder Tag schön wird, wenn du dir morgens beim Aufstehen schon sagst, hey, das wird ein super Tag, dann wirst du diese Gefühle, die destruktiv in dir wüten, in den Griff kriegen und verwandeln. Dann werden diese Gefühle hier zum goldenen Phönix werden. Du wirst dein inneres Licht wieder finden und das gibst du weiter. Du wirst die Menschen um dich herum mit deiner Lebensfreude anstecken. Der Stillstand, auch als Heilung bei dir gedacht. Der Stillstand ist normalerweise eine Karte, wie der Einsiedler ungefähr im Tarot, der einen auffordert, mal in die Ruhe zu gehen, sich rauszunehmen, seine Situation anzuschauen, neue Wege zu finden, Dinge loszulassen. Bei dir als Medizin bedeutet der Stillstand, du warst schon lange genug im Stillstand. Du warst schon lange genug in einer Situation, die dich nicht befriedigt hat, sonst wäre hier der Hexenmeister nicht als Medizin gefallen. In dieser Situation, in der du schon länger steckst, unglücklich bist, traurig, die dich wütend macht, weil du das Gefühl hast, darin festzustecken, da geht es jetzt darum, zu analysieren, sich das anzuschauen, neue Wege zu finden und aus diesem Stillstand rauszugehen. Etwas Neues beginnen, die Lebenslust wieder zu finden. Luft, Weg,
der Weisheit. Ja, Luft ist Schwertenergie, in dem Sinne denken. Denken, analysieren, herausfinden, was behindert mich, was hindert mich, warum bewege ich mich nicht? Habe ich Angst? Ja, Dinge, die ich kenne, obwohl ich sie nicht mag, aber ich fühle mich ja darin sicher, zu verlassen. Die Karte bestätigt im Grunde genommen, dass es jetzt darum geht, etwas anderes zu machen. Aus vielleicht auch alte Gedankenmuster mal zu überarbeiten. Sehr schön, das Präsent als Einladung. Das Präsent, das Geschenk. Seh dein Leben doch als Geschenk. Seh vor allen Dingen die Menschen um dich herum, die dich begleiten, die dich lieben als Geschenk. Teil ihnen das auch mit. Wenn du in dieser Verfassung Menschen um dich herum vor den Kopf gestoßen hast, die eigentlich zu dir stehen, die dich lieben, die bei dir sind, dann fordert dich die Karte jetzt auf, diesen Menschen genau das zu sagen, was sie für dich sind, nämlich ein Geschenk, ihnen eine Freude zu bereiten, eine Freude, die vom Herzen kommt. Diese Karte sagt auch, schau dich einmal wieder um. Was hast du denn alles für Geschenke in deinem Leben? Fokussiere dich nicht darauf, was du nicht hast. Sei dankbar für das, was du in deinem Leben schon erreicht hast. Ich mache das mehrfach in der Woche. Abends vorm zu Bett gehen bin ich dem Universum dankbar für die Dinge, die ich in meinem Leben habe. Meine wundervollen Kinder, das Dach über dem Kopf, eine Arbeit, die mir Spaß macht. Euch, Menschen, die mich lieben, Gesundheit, all diese Dinge. Und desto mehr du das machst, desto mehr wirst du erkennen, wofür du dankbar sein kannst. Du wirst deine Schwingung in eine viel höhere bringen. Damit Freude nach oben geben und das Universum wird dir diese zurückspiegeln. Fundament der Liebe, ja. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Das Fundament in unserem Leben ist die Liebe. Wenn wir zulassen, aus Schmerz, aus Herzschmerz, aus Dingen, die uns zugefügt wurden, dieses Fundament instabil werden zu lassen, dass es bröselt, dass wir nicht mehr darauf vertrauen, nicht mehr darauf bauen können, verlieren wir ein unglaubliches Gefühl des Vertrauens. Wir können nicht mehr Liebe geben, weil wir Angst haben, ja, enttäuscht zu werden, verletzt zu werden. Wir lassen auch keine Liebe mehr zu. Wir verschließen unser Herz und stehen im Grunde genommen auf wackeligem Boden. Da sagt dir deine Seele, dass es tatsächlich an der Zeit ist, etwas zu verändern, aus dem Stillstand rauszugehen, dein Fundament wieder aufzubauen, Liebe wieder zu geben, statt Wut, Zorn, Hass. Freundliche Worte, mit einem freundlichen Wort, mit einem Lächeln als Geschenk, was aus deinem Herzen kommt, kannst du das Leben eines Menschen total verändern. Das muss dir immer und immer bewusst sein. So. Jetzt schauen wir, aber ich muss einen Schluck Wasser trinken. Jetzt schauen wir einmal in die 5 Hauptüberschriften. Vielleicht erkennen wir auch, was deine Situation ist, was dich denn so gefangen hält. Ui, das war mal ganz, ganz schnell. 2 noch bitte. Und 1. Ja, das soll gezeigt werden, das ging ratzfatz hier. Die erste Karte, das Ass des Herbstes. Ass, Chance, Herbst, Materie, aber auch Fülle, nicht nur im materiellen Sinn, sondern innere Fülle. Hier wird dir die Chance geboten, in die Erfüllung zu kommen. Deine Ziele zu überdenken, rauszugehen aus dem Stillstand und damit in die Fülle zu kommen.
Die Karte sagt ja auch einen unerwarteten Glücksfall voraus. Aber dazu gehört Bewegung. In deiner momentanen Situation bist du nicht in der Energie, so eine Veränderung, so einen Glücksfall überhaupt anzunehmen. Dazu fehlt dir im Moment das Fundament. Du bist nicht geerdet, du stehst nicht stabil mit beiden Beinen auf dem Boden. Die vier des Frühlings. Sei dankbar, du hast viel zu feiern. Dankbarkeit habe ich gerade angesprochen. Tiefe Gefühle von Frieden und Glück. Ein erfülltes persönliches Leben. Das kann im September beginnen. Das ist alles für dich gerichtet. Du hast deinen Blick nur abgewendet. Du hast deinen Blick auf das fokussiert, was du nicht hast. Dann kannst du nicht sehen, was dir alles gereicht wird. Du bist blind für die Dinge, die um dich herum geschehen. Die Prinzessin des Winters, Schwertenergie, Denkerenergie. Wissensbegierig, wahrhaftig, realistisch und undiplomatisch. Ja, Schwertenergien sind sehr, sehr oft undiplomatisch, denn diese Menschen brauchen einen Plan. Ja? Ohne Plan marschieren die nicht los. Wenn sie überfordert sind, wenn sie nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann kommen sie in die Überforderung, denn dann fehlt ihnen der Plan. Dann können sie ziemlich schneidig und eiskalt sein. Sie können ihr Herz einfrieren, um aus der Verwirrung herauszukommen, denn die Verwirrung ist das Schlimmste für sie. Schwertenergien sind, wenn wir uns die Sternzeichen anschauen, einmal Zwilling, Waage und Wassermann, kann aber natürlich jede andere Energie sein und wir werden gleich sehen mit dem Licht- und Schattentarot, ob es darum um eine Person geht, auf die du schaust oder um die Energie als solches. Die Balance. Tja, dein Leben ist aus der Balance geraten und im September geht es darum, wieder diese Balance zuzulassen, sie wieder zu finden. Dass du geerdet bist, mit beiden Beinen auf dem Boden stehst, dir deine Situation anschaust und das, was dich so mürrisch macht, verlässt. Dinge, die dir nicht dienlich sind, die dir nicht gut tun, haben im September nichts mehr in deinem Leben zu suchen. Die Acht des Winters sagt dir, dass du das Zeug dazu hast, wenn du nur an dich glaubst. Du denkst, dass du machtlos bist, aber das stimmt nicht. Dein Mangel an Selbstvertrauen gehört im September angeschaut. Davon solltest du dich befreien und dann wächst du und bekommst das, was du dir wünschst. Das sind sehr, sehr schöne Energien. Und jetzt schauen wir einmal genauer hin. Der unerwartete Glücksfall, was bedeutet der denn für dich im September? Die ist gerade rausgefallen, ich stecke sie wieder rein, wenn sie nochmal kommen möchte. Das ist die Seelenpartnerschaft. Und wir schauen einmal, was denn der unerwartete Glücksfall ist. Es sind zu viele, der dich im September erreichen soll. Da hätte ich gerne noch zwei, drei Energien, klärende Botschaften auf das Ass. Es sind wieder so viele, aber dann soll es einfach so sein. Zweimal wehre ich mich nicht dagegen. Das Ass der Stäbe. Ja, du haderst mit dir selbst. Das haben wir ja hier oben gesehen. Deine momentane Situation zu verlassen bereitet dir Kopfschmerzen. Aber du bist schon kurz davor, denn der Zaun ist nur noch ganz klein um dich herum. Du bist bereit, wenn du auf ein Gegenüber schaust oder dich nach Liebe sehnst als Single, den Sprung dahin wieder zu wagen. Die Neun der Kelche zeigen Vertrauen. Vertrauen, es zu wagen. Die Neun der Liebe, ja, anzunehmen, einfach reinzuspringen, sich keine großen Gedanken darüber zu machen, einfach los.
Der Magier kann alles erreichen. Wenn du den Glauben an dich, das Vertrauen ins Universum wieder in dein Leben bringst, kannst du mit der Energie des Magiers alles erreichen. Denn der Magier malt sich seine Welt so bunt, wie er sie möchte. Er hat das Zeug in sich, jeden Zauberspruch, jeden Kräutertrank. Das Einzige, was dem Magier das Genick brechen kann, ist, wenn er nicht an sich und seine Macht glaubt. Wenn er einen Zauberspruch ausspricht und im gleichen Moment denkt, naja, ich probier's mal, aber ich glaube eh nicht, dass es funktioniert, dann kannst du es knicken, dann kannst du es sein lassen. Dann funktioniert es nicht. Für dich geht es darum, die Lebensfreude wiederzufinden, dich ins Abenteuerleben zu stürzen. Der Ritter der Stäbe möchte das. Der möchte wieder Abenteuer, wieder Freude, Spaß in sein Leben haben. Mit der Kraft des Magiers kannst du das da oben alles ins Positive verwandeln. Im Gegensatz zum Hexenmeister handelt der Magier nicht egoistisch oder nur auf sich bezogen. Hier gilt es, eine Lernphase abzuschließen. Die 3 der Münzen ist die Lernphase. Ihr seht, die Kinder schauen zu ihrem Meister nach oben, saugen die Informationen auf, um weiterzukommen. Diese Situation zu verlassen, ist deine Lernaufgabe im September. Der Ritter der Münzen sagt, ich pflanze Samen für Samen voller Vertrauen in meine Zukunft. Das ist die Bewegung, das Fortschreiten. Einen neuen Weg beschreiten, neue Pläne schmieden, neue Samen pflanzen. Mit der Herrscherin und dem Magier kannst du wirklich alles erreichen. Die Herrscherin im Gegensatz zum Herrscher kennt auch ihr Ziel, aber sie geht es liebevoll an. Sie weiß, sie kann die Welt auf die Welt bringen, sie kann alles gebären. Das macht sie zuversichtlich. Sie kennt ihren Weg, sie weiß es, sie spürt es, sie geht ihn liebevoll. Sie schlägt keine Köpfe ab auf ihrem Weg, nein, im Gegenteil, sie hält auch mal an und gibt, reicht jemandem die Hand, um auch diesem zu helfen. Das ist eine wunderschöne Energie. Und jetzt schaut euch das an. Wir haben das Ass der Münzen auf dem Ass der Münzen, was die absolute Bestätigung der Hauptenergie ist. Du kannst im September in die Fülle kommen. Der Samen, den du pflanzt im September, wird Großes bewirken. Schnell wachsen und dich glücklich machen und erfüllt. Super schöne Energie. Ja, du hast was zu feiern. Wenn du da hinkommst, dann ist die 4 des Frühlings tatsächlich die Karte, die sagt, du hast etwas zu feiern. Und wenn du dir selbst etwas Gutes tust, weil du den Mut fasst, deine Situation zu verlassen, dann ist das auch schon ein Grund für dich zu feiern. Denn dann hast du etwas gelernt. Ja. Die 8 der Münzen, die Belohnung für harte Arbeit. Das ist eigentlich so eine Arbeitskarte. Münzen sind ja das Materielle. Und die 8 der Münzen sagt dir, du hast investiert, du hast hart gearbeitet. Und jetzt wirst du den Lohn, deine Belohnung dafür erhalten. Der Page der Kelche, die Leichtigkeit. Du möchtest die Leichtigkeit in der Liebe wieder spüren. Für diejenigen von euch, die auf ein Gegenüber kommen, die wünschen sich diese Leichtigkeit in der Liebe wieder zu empfinden. Das Klopfen des Herzens, die Schmetterlinge im Bauch, den Kopf in den Wolken ohne düstere Gedanken und Zukunftspläne, die einen traurig machen oder keine Zukunftspläne sehen. Nein, das ist die Karte des glücklichen Menschen, der glücklichen Liebe. Dahin möchtest du kommen. Das ist dein Traum, denn der Mond ist direkt darauf gefallen. Der Mond, unsere Sehnsüchte, Träume und Wünsche, aber auch unsere Ängste und Sorgen.
Du siehst, die kleine Meerjungfrau lässt sich an den Grund sinken. Die Arme sind so hilfesuchend nach oben gerichtet. Sie möchte ans Ufer, hat aber aufgegeben, lässt sich sinken. Vielleicht hast du Angst, dass du Illusionen erlegen bist, dass deine Träume nicht wahr werden können, dass die Leichtigkeit, nach der du dich in der Liebe sehnst, nicht mehr passiert. Wir schauen mit dem Meerjungfrauen-Orakel einmal auf den Mond. Ihr wisst, die schon öfters hier waren, wenn die Meerjungfrau fällt im Mond, kommt das Meerjungfrauen-Orakel zum Einsatz, um uns zu zeigen, was ist denn dein Traum, dein Wunsch, was sind deine Ängste? Da hätte ich gerne, danke, eine Karte. Das Geschenk. Geschenk, Schatz, Offenbarung des eigenen Wertes, Leben im Jetzt. Was habe ich gesagt? Freude. Du möchtest Freude. Du möchtest die Lebensfreude wieder spüren. Erfahrungen im Jetzt. Leben im Jetzt. Zu erkennen, dass du Geschenke um dich herum hast. Hier ist das Geschenk auch gefallen. Dass du ein Geschenk bist vor allen Dingen. Denn hier steht auch die Offenbarung des eigenen Wertes. Erkenne wieder, wie einzigartig und wundervoll du bist. Jeden Morgen in den Spiegel sagen, ich bin toll, ich bin einzigartig, ich bin liebevoll, ich bin ein göttliches Wesen. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Du bist ein Geschenk. Deine Träume sind ein Geschenk. Also lass dich nicht hoffnungslos auf den Grund sinken, denn die nächste Karte ist die 6 der Stäbe und die 6 der Stäbe ist die Siegerkarte. Die Arme in der Luft, den Lorbeerkranz hier hängend. The winner is. Du kannst der Sieger sein. Aber du musst dir deine Lernaufgabe anschauen, erkennen, welchen neuen Weg du einschlagen sollst, was es gilt loszulassen und was du von Herzen pflanzen möchtest. Jetzt schauen wir mal auf die Prinzessin oder den Prinzen des Winters. Ihr wisst, allgemeine Legung sind Personenkarten geschlechterneutral, also dreht es euch bitte so hin, dass es für euch stimmig und passend ist. Und ich brauche noch einen Schluck Wasser. So, die Prinzessin oder der Prinz des Winters, was möchte euch diese Karte sagen? Hätte ich gerne noch 3 Energien. Ja, es handelt sich um eine Person, das spüre ich gerade ganz, ganz deutlich, denn diese Person hat tatsächlich Kühle, Abstand, Ignoranz, eine schneidige Zunge dir gegenüber an den Tag gelegt. Aufgrund dessen Verhalten hast du dich eingekeschtelt. Es werden auch die Karten da oben klar. Ne? Du hast dich in dein sicheres Nest zurückgezogen, wo dich niemand erreichen kann. Du hast dein Herz nebendran gelegt nach dem Motto, dann kann man mir es nicht mehr verletzen. Ich pack das mal nebendran, da kommt keiner ran. Jeder, der versucht, meine heilige Stätte hier darin einzudringen, den werde ich das Fürchten lehren. Aus diesem Zustand diesen Zustand hast du zu verlassen. Das sagt ja da oben deine Seele. Du hast dein Herz wieder einzusetzen, wieder mutig zu sein, dich auch zu öffnen. Der Mut ist auch gefallen, die Kraft. Es wird dich Kraft kosten, dein Herz wieder zu öffnen, wieder mutig zu sein, verletzlich zu sein. Aber das schaffst du. Die Kraft mit dem Gesicht des Löwens auf der einen Seite und das Lamm hier zeigt, du wirst dich zur Wehr setzen, wenn dich jemand verletzen möchte. Aber
nicht auf die knallharte Tour, sondern einfach Grenzen aufzeigen und dabei trotzdem liebevoll bleiben. Du möchtest keinem den Kopf abbeißen, aber du bist in der Lage, deine Zähne zu zeigen und zu knurren, wenn du das Gefühl hast, dich verteidigen zu müssen. Möglicherweise kommt dieser Mensch, der da so frostig eisern war, eisig, sich zurückgezogen hat, vielleicht war da ein Stillstand, wieder auf dich zu. Für diejenigen, die auf jemanden schauen, kann das die Karte sein, dass jemand zurückkommt, jemand, an den du gerne noch zurückdenkst, denn das hier ist die Vergangenheit, die wieder in die Gegenwart kommt. Andererseits kann es genauso sein, dass du durch diese Erfahrung, die du gemacht hast, durch die Kraft, die in dir aufkommt, reifst. Denn es ist auch die Karte, die eine gewisse Reife ausdrückt. Man ist nicht mehr wie das Kind, sondern wie ein erwachsener, weiser Mensch, der aus dem, was ihm in seinem Leben, im Positiven wie im Negativen widerfahren ist, etwas gelernt hat. In die Balance kommen, ja. Was soll denn in deinem Leben in die Balance kommen? Was soll ausgeglichen werden? Da hätte ich auch gern noch zwei oder drei klare Botschaften. Welche Geschichte möchte die Balance euch erzählen? Noch zwei. Das sind noch mal einige. Ja. Sieben der Münzen. Hier mit dem Ritter der Münzen habe ich euch gesagt, und das sage ich, weil bei den Licht- und Schatten-Tarotkarten bei jeder Karte ein Spruch dabei ist. Und weil ich mir die nicht alle merken kann, habe ich sie mir hinten drauf geschrieben, und ich glaube, das Bild ist gerade so deutlich, dass ihr diesen Spruch selber lesen könnt. Ich pflanze meine Zukunft Samen für Samen in vollstem, felsenfesten Vertrauen. Und jetzt sind die sieben der Münzen gefallen, und jetzt seht ihr, wenn ihr das macht, Samen für Samen in vollem Vertrauen in eure Zukunft pflanzt, dann wird daraus ein Baum entstehen. Noch ist er klein, schutzbedürftig, braucht sein Dünger, braucht eure Pflege, Wasser, eure Liebe. Aber aus diesem kleinen Bäumchen kann etwas Großes entstehen, wenn ihr bereit seid, euer Leben, ja, neuen Samen zu pflanzen. Der König der Stäbe, ein Gegenüber, hat jetzt den Mut, nach vorne zu blicken. Stab ist Bewegung. Bewegung, Aktion. Dieser Mensch, ob Mann oder Frau, möchte jetzt in die Bewegung gehen. Er hat keine Angst mehr davor. Der Löwe, der hinter ihm steht, der lässt ihn nicht mehr vor Angst erstarren. Er möchte weiter. Stäbe, Widder, Löwe oder Schütze, wenn ihr auf Sternzeichen schauen möchtet, aber natürlich, wie immer, kann auch jedes andere Sternzeichen sein. Da hat jetzt jemand den Mut, da möchte jemand mit dir in die Gemeinschaft. Singles von euch können so einen Menschen kennenlernen, den Mut haben, mit diesen Menschen diese Samen für die Zukunft wieder zu pflanzen, weil sie spüren, dass da eine Gemeinschaft besteht. Die Vier der Stäbe ist die Gemeinschaft. Man möchte etwas zusammen unternehmen. Spaß haben, auf Events gehen, ins Kino, in den Biergarten, an den See, was auch immer. Aber zusammen, nicht mehr alleine. Die Königin oder der König der Kelche ist eure Energie. Der Ausgleich, der hier kommt, liegt in der Königin der Kelche, denn die ist bereit, sich zu öffnen. Kelchenergie, Liebe. Liebe geben, Liebe nehmen. Keine Angst haben, sich zu öffnen, spirituell
geerdet, in sich ruhend. Und bei diesen Karten sage ich immer, da strömt die Liebe aus jeder Pore. Wenn ihr in den Ausgleich kommt, werdet ihr wieder diese Energie in euch spüren, diese liebevolle, offene, hilfsbereite und einfach nur wunderschöne Energie. Und die Hohepriesterin ist auch noch darauf gefallen. Also ihr habt den Magier, die Herrscherin und die Hohepriesterin, was mir zeigt, ihr habt die Energie, Altes hinter euch zu lassen, den Samen für die Zukunft zu pflanzen. Mein Bild ist unscharf geworden. Einstellen. Den Samen für eine wunderschöne Zukunft zu pflanzen. Denn die Hohepriesterin hat die Erkenntnis in sich. Sie ist geerdet, sie vertraut sich selbst, sie weiß, was sie wert ist. Die Acht des Winters. Du hast das Zeug dazu. Ja, das haben alle Karten hier gesagt. Jetzt geht es nur noch auch dein Selbstwertgefühl, dein Selbstbewusstsein wieder genau dahin zu lenken, dass du in diese Energien kommen kannst, sie anzunehmen. Noch zwei Karten, zwei Energien. Na? Habe ich sie. So. Ja, ja. Schau mal. Da steckt ihr noch ein Stück weit fest, ne? Ihr fühlt euch gefangen in euren Gedanken. Vor lauter Gedanken seht ihr den Weg nicht. Ihr schlagt auch um euch, denn ihr möchtet das ja loswerden. Man sieht so an den Händen der Frau, an den Armen, dass sie versucht, diese Krähen zu verscheuchen. Jetzt gilt es für euch, die Arme auseinanderzureißen. Das, was euch gefangen hält, sind nur Schnüre. Ihr habt die Macht, diese niedrigen Energien zu verscheuchen, die Schnüre zu durchtrennen, die Augenklappe abzunehmen, um einen neuen Weg erkennen zu können. Und das werdet ihr. Mit den sieben Stäbel baut ihr euch ein Schutzschild auf. Ihr seid in eurer Bubble, wie ich es immer nenne. Für mich sieht es aus wie so eine Schneekugel. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste die Karte so schütteln und dann würden hier lauter kleine Schneeflocken erscheinen, aufgewirbelt werden. Aber das ist euer Schutzschild. Ihr habt euer Ziel, ihr seid geerdet, ihr ruht in eurer Mitte. Mit der Herrscherin, der Hohenpriesterin und dem Magier könnt ihr genau so gelassen in die Zukunft schauen. Wenn da unten Leute sind, die versuchen, euch mit spitzen Stangen aus der Ruhe zu bringen, so lächelt ihr nur ganz müde. Ihr seid jetzt in der Energie, das hier nicht mehr zuzulassen. Niemand kommt mehr an euch ran, niemand bringt euch aus der Ruhe und von eurem Weg ab. Und das, meine Süßen, das ist wie ein Befreiungsschlag für euch. Hier wird Recht gesprochen, das Gericht spricht Recht. Befreit euch aus einer Situation, in der ihr euch definitiv nicht wohlfühlt. Seht ihr das? Das ist die Befreiung. Endlich, ja, etwas erkennen, etwas verändern. Und jetzt schaut euch diese Form an und diese. Ihr werdet euch befreien, aus welcher Situation auch immer. Und dann habt ihr den Mut, den Sprung zu wagen. Den Sprung vielleicht in eine neue Liebe, aber auf jeden Fall den Sprung in ein Ziel, das euer Herz erwärmen wird. Und das, wie die Siegerpose gesagt hat, mit vollem Erfolg. Wir schauen mit den Lenormand-Karten mal drei Schritte an, drei Energien. Was ich da im September noch sehen darf. Und eine noch bitte, Opa. Ah
ja, schaut her. Wow, guckt euch das an. Das Schiff. Den Anker lichten, die Segel setzen. Losziehen. Langsam. Das ist keine überstürzende Energie. Das ist ein Prozess, der im September in euch losgetreten wird. Aber ihr erkennt euer Ziel. Ihr habt den Kurs gesetzt. Der Schlüssel schließt auf. Öffnet euer Herz. Lässt euch die Türe vielleicht, die bis jetzt verschlossen war, öffnen. Ihr geht einen neuen Weg. Ihr seid bereit, euch zu öffnen, euer Herz, die Umstände anzuschauen und dies führt euch in den Stern, die Wunscherfüllung schlichtweg. Der Stern ist der Erfolg, die Glückskarte, euer Wunsch, euer Traum, der hier ja auch als Geschenk gefallen ist. Du musst ihn nur als das auch erkennen. Welche Göttin des Lichts möchte sich euch offenbaren? Mit welcher Botschaft? Da hätte ich gerne eine Göttin des Lichts, eine Botschaft für euch von ihr. Ui, das sind zu viele. Da hat sich aber eine umgedreht und das ist Diana, die Jagdgöttin im Altgriechischen. Und die sagt, ich öffne mich für spirituelle Führung und Erfahrung. Ich öffne mich. Ist das nicht unglaublich? Du wirst bereit sein, im September dich wieder zu öffnen. Welcher Drachenreiter ist bei dir? Da hätte ich auch gern eine Karte, eine Botschaft. Welcher Drachenreiter dich begleitet? Lady Rowena und Spencer, dein reifes Bewusstsein erweitert sich um eine wichtige Fähigkeit, göttliche Barmherzigkeit, Mitleid und komplett transformiert und Barmherzigkeit erwacht. Transformation in die Liebe, in die Barmherzigkeit, ins Mitgefühl, da raus. Du bist geführt und unterstützt. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen und schon gar nicht musst du dich fürchten. Das Universum sagt dir, das sind die Orakelkarten und da habe ich auch eine Botschaft. Glück ist mein Geburtsrecht und das hast du dir jeden Tag zu sagen. Dein Recht ist es, glücklich zu sein, nicht nur andere glücklich zu machen, sondern dass du glücklich bist. Du bist auf die Welt gekommen, um dein Leben zu leben. Ich sage es immer wieder, bis es auch der Letzte begriffen hat. Dein Leben zu leben, nicht das Leben anderer. Dein Leben im Zusammenspiel mit anderen, aber nicht für andere. Das ist ein Riesenunterschied. Welcher Engel begleitet dich dabei? Tritt dir auch so ein bisschen aus dem Bobbes auf, hilft dir vielleicht auch, dein Nest zu verlassen. 2. Engel des Mutes, was auch geschehen sein mag, schau nach vorne. Vor dir liegen viele neue Chancen. Jetzt krieg ich eine Gänsehaut, ne? Das ist jetzt schon Magie, wieder mal. Und Engel der Leichtigkeit, nimm das Leben nicht so schwer, auch wenn du vielleicht gerade Sorgen hast. Seht ihr, wie die aufeinander aufbauen. Der eine sagt, hab Mut, egal was geschehen sein mag. Dir zeigen sich neue Chancen auf und der andere sagt, nimm es nicht so schwer, auch wenn du gerade Sorgen hast. Ja, meine Süßen, ich hoffe, ich konnte euch Mut, Hoffnung, Glaube, Vertrauen in euch mit dieser Legung geben. Ich hoffe, ihr lächelt jetzt, denn das macht mich glücklich. Deswegen überbringe ich euch diese Botschaften, um euch so ein Gefühl vermitteln zu können. Und wenn ihr noch
ja, in eurem Nest festhängt, euer Herz beiseite gelegt habt. Ein persönliches Reading wünscht, dürft ihr natürlich gerne unten in der Infobox meine WhatsApp-Nummer notieren oder im Abspann sie aufschreiben, mich anschreiben, wir telefonieren und besprechen, wie ich dich begleiten darf, was ich für dich tun kann. Ja, ich freue mich über jedes Emoji, über jedes Daumen hoch, über eure wundervollen Kommentare, die mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, mein Cappuccino trinke und eure Kommentare lese, absolut glücklich machen. Das ist immer so mein erhellender Punkt, mein, ja, glücklicher Moment, der mir zeigt, es wird ein schöner Tag. Ihr gebt mir so viel an Wertschätzung dadurch zurück, auch mit euren Briefchen, euren Geschenken und was weiß ich. Wenn ihr unserer Community beitreten möchtet, freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo-Drückerle. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder hier an meinem Tisch und da freue ich mich schon riesig drauf. Ich habe euch alle saumäßig lieb. Ich schicke euch jetzt ganz viel Licht, ganz viel Liebe, ganz viel Kraft, es anzugehen, euch zu bewegen, den Samen für euer Glück, für euren Traum zu pflanzen. Habt einen wunderschönen September und ich bin und bleibe bis dahin eure Aurora. Tschüss und Servus.